Es gibt verschiedene Varianten der Lizenzen von Creative Commons. Wenn man die CC0 dazu zählt, dann kann man von 7 verschiedenen Varianten sprechen. Und die Unterschiede bestehen in den verschiedenen Auflagen, die man da miteinander kombiniert. Wenn man sich jetzt überlegt, welche Vorteile und welche Nachteile hat welche Lizenz, dann ist eine mögliche Herangehensweise, sich einfach erstmal die verschiedenen Auflagen anzuschauen, nicht die Lizenzen, die diese Auflagen dann schon miteinander kombinieren, und zu sagen, okay, welche Vorteile, welche Nachteile stecken hinter jeder einzelnen Auflage und darüber dann zu entscheiden, was denn die passende Lizenz für mich sein kann. Wenn man jetzt die Vor- und Nachteile abwägt, dann kommt es wie immer drauf an. Aber auf was kommt es an? Dazu kann man 3 verschiedene Brillen aufsetzen. Die erste Brille ist die Sache, also das Material, was ich konkret mache, die Zielsetzung, die ich konkret damit verbinde, dass ich das offen und frei in die Welt bringen möchte. Was für Interessen verfolge ich damit, was für Bedenken habe ich möglicherweise auch. Das zweite ist die Brille speziell als Urheberin, als Schöpferin, als Herausgeberin von einem Werk, also von der Warte der Lizenzgeberin ausgesehen. Was möchte ich denn, was mit meinem Werk, vielleicht auch mit meinem Namen dann passiert? Und die dritte Brille ist die der Lizenznehmerin, also der Menschen, die mit meinem Material etwas machen möchten, die das verändern, weitergeben oder was ganz Neues draus machen wollen. Und diese Brille ist vielleicht in dem Prozess, wo die Lizenz entschieden wird, ein bisschen unterrepräsentiert, weil in der Regel ja nicht jemand mit am Tisch sitzt, wo über die Lizenz entschieden wird, der oder die später etwas damit machen wird. Aber umgekehrt, wenn das Material erstmal in der Welt ist, das sind dann genau die Menschen, das ist genau die Gruppe, die dann damit im besten Fall jahrelang und an verschiedensten Orten der Welt damit zu tun hat. Deswegen die besondere Einladung, wenn Sie selbst über ein Material entscheiden, nehmen Sie auch einmal diese Brille auf und gucken Sie, was bedeutet das für die Menschen, die das Material später nutzen werden. Ich habe jetzt mal die verschiedenen Auflagen mitgebracht und werde die einmal einfach durchdeklinieren mit meinem subjektiv gefärbten Einschätzungen und Erfahrungen aus der Arbeit mit diesen freien Lizenzen, was die Vor- und Nachteile angeht, aus diesen verschiedenen Perspektiven betrachtet. Das ist genau genommen gar keine Auflage, sondern das Gegenteil, ein Verzicht auf alle Auflagen. Die CC0 oder CC0 Lizenz sagt ja, damit kannst du quasi machen, was du willst. Du musst auch nicht mal den Namen nennen, eine Weitergabe ohne konkrete Bedingungen und ist entsprechend mit Vor- und Nachteilen behaftet. Für den Herausgeber, für den Lizenzgeber gibt es keine Möglichkeit, irgendwie die Kontrolle darüber zu behalten, was damit passiert. Es ist nicht mal ganz einfach, das nachzuvollziehen, was damit wird, weil ja nicht mal mein Name danach gegoogelt werden kann. Entsprechend totaler Kontrollverlust als Eigenschaft für mich als Lizenzgeber. Umgekehrt, aus Sicht der Lizenznehmerin heißt das, ich muss keine Auflagen groß beachten, ich muss keine Lizenzhinweise dazu basteln, das ist für mich der einfachste Weg, mit Materialien dann umzugehen. CC BY, also die Auflage, die mit diesem Icon, mit dem kleinen Männchen symbolisiert wird, ist also die Namensnennung. Das heißt, die Auflage, neben einigen kleingedruckten Punkten, die dann in allen Lizenzen, die jetzt noch eine Rolle spielen können, zur Geltung kommen, gibt es in der Hauptsache die Auflage Namensnennung. Relativ einfach vom Grundsatz her, von der Sache her betrachtet. Vom Lizenzgeberpunkt aus gesehen kann es mit einem Reputationsgewinn verbunden sein. Wenn mein Material durch die Welt reist mit meinem Namen dran, dann hoffe ich, dass da sozusagen mein Name sich auch mit verbreitet oder der Name der Organisation, für die ich das mache. Umgekehrt habe ich relativ wenig Kontrolle darüber, was damit konkret passiert, solange mein Name genannt wird und gesagt wird, hier, das basiert auf diesem Material, Veränderungen angegeben werden etc., können damit ganz, ganz unterschiedliche Dinge passieren. Aus der anderen Sicht der Lizenznehmerin bedeutet das relativ große Freiheiten. Ich muss immer an die Lizenzhinweise und an das Kleingedruckte denken, aber ansonsten für mich erstmal auch eines der einfacheren Möglichkeiten, mit freien Materialien umzugehen als Lizenznehmerin. Jetzt gucken wir gleich nochmal auf die weiteren Auflagen. Dazwischen möchte ich einen kleinen Cut machen und sagen, das ist so etwas wie der Grundstock. CC0 als die einfachste Variante und CC BY als eine Auflage, die ja dann auch in allen anderen weiteren Lizenzen wieder auftaucht. Die BY-Auflage taucht auch in allen anderen Lizenzen auf, die jetzt mit den verschiedenen neuen Auflagen kombiniert wird. Und damit hängt auch zusammen, dass ich auch immer sehen muss, nicht nur mehrere Lizenzen, sondern auch mehrere Lizenzbausteine, die miteinander kompatibel sein müssen. Das muss ich immer mitdenken, wenn ich bei freien Lizenzen über die Entscheidung, welche Lizenz soll es denn sein, bedenke. Non-commercial. Keine kommerzielle Nutzung.
ist eine Auflage, die ganz klar mit Vor- und Nachteilen verbunden ist. Die Idee der nicht kommerziellen Nutzung ist erstmal von der Idee für die meisten Menschen erstmal zumindest nachvollziehbar, allerdings auch schon mit einem ganz großen Missverständnis verbunden. Es geht immer um die Nutzung, nicht um den Nutzer. Das heißt, es geht nicht darum, wer nutzt dieses Material zu kommerziellen oder nicht kommerziellen Nutzen, sondern ist diese Situation, diese Nutzung, die dann konkret mit dem Material erfolgt, ist das eine kommerzielle Nutzung oder nicht? Unabhängig davon, welcher Akteur dahinter steht. Für die Herausgeber, die Schöpfer, die Urheber, die Lizenzgeber ist damit häufig der Vorteil verbunden, man muss vielleicht eher sagen, die Hoffnung verbunden, niemand möge mit meinem Material Geld verdienen. In der Praxis ist das eben nicht ganz so einfach. Denn die Motivation richtet sich tatsächlich meistens meiner Erfahrung nach eher gegen Personengruppen. Ich möchte verhindern, dass bestimmte Akteure damit Geld verdienen und nicht, dass bestimmte Nutzungszwecke damit ausgeschlossen werden. Ein Nachteil aus Sicht der Lizenznehmerinnen ist ein doppelter. Erstmal natürlich ganz offensichtlich ein Nachteil, wenn ich es zu kommerziellen Zwecken nutzen will, dann kann ich das nicht tun. Soweit so klar. Es gibt aber noch einen verdeckten Nachteil im Schatten dessen und der ist aus meiner Erfahrung vielleicht sogar noch wirkmächtiger als der eigentliche Punkt, die nicht kommerzielle Nutzung auszuschließen, nämlich die Unsicherheit, was denn kommerzielle und was nicht kommerzielle Nutzung ist. Das liegt nicht daran, dass die Leute einfach nur erklärt bekommen müssten oder verstehen müssten, was kommerzielle und nicht kommerzielle Nutzung ist, sondern dass das wirklich ein ganz, ganz großer Graubereich ist. Und viele Akteure, die diesen Graubereich kennenlernen, sind von der Grauhaftigkeit so abgeschreckt, dass sie sagen, ich bin nicht sicher, ob das bei mir kommerzielle Nutzung ist oder nicht, aber ich lasse deswegen lieber die Finger davon. Deswegen kann es sein, dass diese Ungewissheit noch größere Auswirkungen hat und vielleicht sogar viele Menschen abschreckt, die eigentlich gar nicht abgeschreckt werden sollten. Share alike, die Weitergabe unter gleichen Bedingungen, ist eine weitere mögliche Auflage. Der Vorteil aus Sicht von Lizenzgeberinnen ist erstmal schon sehr lange ein sehr grundsätzlicher, nämlich dass man sagt, das ist quasi die Nachhaltigkeit der Freiheit. Man will damit gewährleisten, dass Materialien, die frei veröffentlicht werden, immer frei bleiben, weil alles, was daraus gemacht wird, später in der Freiheit nicht wieder eingeschränkt werden kann, sondern durch diese Auflage, das Material muss, wenn es verändert wird, unter den gleichen Lizenzbedingungen weitergegeben werden. Die Freiheit darf nicht eingeschränkt werden. Das gewährt ja sozusagen diese andauernde Freiheit. Soweit die Theorie. In der Praxis ist gerade aus Sicht der Lizenznehmerinnen es nicht so einfach. Denn die Share-Alike-Auflage hat mindestens mal einen großen Nachteil. Sie ist infektiös. Sie sorgt nicht nur dafür, dass das Material weiter unter der freien Lizenz bleibt, sondern auch alles, was damit gemacht wird, dann möglicherweise auch infiziert wird. Im Sinne von, ich mache es mal ein Beispiel klar, wenn ich einen Baustein habe und ein größeres Werk einbaue, nehmen wir an ein Video. Da habe ich ganz viel selbst gemacht, habe Fotos zusammengesucht, Abbildungen gesucht, Töne zusammengesucht. Und nehmen wir an, ich habe dann auch nur ein bisschen Musik genommen, was mit dieser Auflage lizenziert ist. Dann heißt das, dass danach mein komplettes Video mit allem Drum und Dran unter dieser Lizenz lizenziert sein muss. Das kann anstrengend sein und das kann aber auch ganz viel verunmöglichen, weil es andere Lizenzen gibt, die genau das ausschließen. Weil beispielsweise die nicht kommerzielle Nutzung in bestimmten Lizenzvarianten mit der SA-Variante dann nicht mehr kompatibel ist, etc. etc. Das heißt, die Kompatibilität der Lizenzen wird gerade durch diese Auflage sehr, sehr stark eingeschränkt. Das wird spätestens dann wichtig, wenn man OER für fortgeschrittene Materialien aus verschiedenen Quellen miteinander verbinden will. Der Vollständigkeit haben wir auch noch das hier dazu genommen, die Auflage ND, keine Bearbeitung erlaubt. Da muss ich einmal vorweg schicken, wenn wir im Kontext von OER sprechen, dann entspricht Material unter einer ND-Auflage keiner der gängigen OER-Definitionen, denn die sehen alle vor, dass ein Material auch bearbeitet werden darf. Und das wird ja genau ausgeschlossen mit dieser Auflage ND. Für die Lizenzgeber ist damit ein Höchstmaß an Kontrolle verbunden. Das Material von mir kann zwar weitergegeben werden, aber es darf in keinster Weise bearbeitet werden. Und das ist dann auch Vor- und Nachteil für die Lizenznehmerin. Immerhin ist es besser als gar keine freie Lizenz, weil ich kann es immerhin ohne Probleme nehmen und weitergeben, kopieren, aufführen oder ähnliches. Aber Bearbeitung sind davor dann ausgeschlossen. Nicht mal ein Ausschnitt
darf beispielsweise aus einem Bild oder einem Video gemacht werden und das dann weitergegeben werden. Auch das zählt schon als Bearbeitung. Insofern für die Arbeit mit OER nicht wirklich kompatibel. Jetzt können Sie das Video beenden oder Sie hören sich noch meine persönliche Einschätzung an, gefärbt aus den letzten 10 Jahren des Umgangs mit freien Lizenzen. Ist nicht gedacht als Empfehlung, sondern einfach als Bericht, wie ich das wahrgenommen habe. Und zwar nicht nur bei mir, sondern bei vielen Akteuren, die in dem Feld über längere Zeit unterwegs waren. Und zwar eine Tendenz zu restriktiven Lizenzvarianten am Anfang der Arbeit zu einer stärkeren Öffnung im Laufe der Zeit. Als ich vor 10, 11 Jahren Materialien gemacht habe in dem Kontext der politischen Bildung, habe ich auch ein NC-Modul genutzt, also eine Non-Commercial-Auflage. Ich habe auch Materialien später mal unter der SA-Share-Alike-Auflage geteilt. Inzwischen, immer wenn ich selbst als Lizenzgeber die Wahl habe, würde ich das nie mehr machen, immer CC0 und CC BY als deutlich mit großem Abstand einfachste Varianten, als auch tatsächlich das Mittel, mein Ziel, dass mein Material eben geteilt werden kann und genutzt werden kann, damit am besten unterstützt wird und entsprechend dann auch eine viel einfachere, praktischere Handhabung unter CC0 oder CC BY Lizenzen. Als Lizenznehmer, wenn ich also Material von anderen suche, recherchiere, überlege, ob ich was in meine Inhalte einbauen kann, mache ich das mit genau dem gleichen Fokus. Ich filter sozusagen erstmal nur CC0 und CC BY für mich als möglicher Pool von Materialien, die ich nutze, und mache davon dann nur Ausnahmen, wenn ich sage, ich will ein Material unbedingt haben und es ist nicht unter CC0 oder CC BY verfügbar, dann gucke ich mir auch mal Materialien unter diesen anderen Auflagen an, ob es dann nicht irgendwie doch in Frage kommt. In der Praxis sorgt das dafür, dass dieser Umgang mit den vielen verschiedenen Lizenzmodellen deutlich einfacher ist. Das wäre auch so ein bisschen mein Tipp, wenn Sie mit OER anfangen und Sie lernen diese ganzen Auflagen kennen und dann noch die verschiedenen Möglichkeiten, das zu kombinieren in 7 Lizenzen, von denen Sie dann jeweils noch denken, muss ich jetzt noch die Untiefen kennenlernen und so weiter. Müssen Sie nicht unbedingt. Sie können es auch einfach machen und sagen, Sie fangen erstmal an mit nur den beiden einfachen, CC0 und CC BY. Gucken Sie das an, bis Sie das verstanden haben, wenden das auch mal an. Das heißt nicht, dass Sie die anderen 5 Lizenzen, die jeweils nochmal andere Hintergründe, andere Kompliziertheiten etc. haben, dass Sie die für immer ignorieren müssen. Sie können nur einfach sagen, Sie fangen damit an und bei Bedarf gucken Sie später dann auf die komplizierteren Varianten. Soweit meine Einschätzung. Weiter geht's.